Einen weiteren wichtigen Bereich möchte ich nur erwähnen, das sind unsere ganzen Beratungsstellen für Kinder, für Jugendliche, für Familien, aber auch die spezialisierten Beratungsstellen, zum Beispiel die Epilepsieberatung, die Beratungsstelle für junge Menschen mit Autismus und so weiter. Diese haben in den vergangenen Wochen in einer ausgezeichneten Weise den Kontakt zu den Familien aufrechterhalten, durch Telefonkontakt, durch Videokontakt, manchmal auch durch Face-to-Face-Kontakt, wo es dringend notwendig war. Und die lassen sich jetzt weiter Dinge einfallen, wie sie in Kontakt treten können, übers Internet. Oder ich habe hier in der Ostengasse gesehen, bei unserer Erziehungsberatungsstelle, die haben Visitenkarten ausgehängt, wenn Menschen vorbeigehen, dass sie Mut fassen, den Kontakt zur Beratungsstelle zu suchen. Oder übers Internet, über Video, über Telefonberatung, sehr, sehr individualisiert, dass wir den Familien, die jetzt viele Wochen alleine mit den Kindern waren, nicht in die Arbeit gehen konnten, sehr verdichtete Familiensituationen erlebt haben, dass die von erfahrenen Beratern begleitet werden. Das ist ein wichtiger Punkt.